Mr. Maskulin rettet sich selbst und die Menschheit. Erstes Kapitel. Das Monster kehrt zurück. Es war ein ganz normaler Tag, als ich, Mr. Maskulin, in meinem ganz normalen Haus in Neutrum aufwachte. Doch schon beim Aufstehen merkte ich, dass etwas nicht so war wie sonst. Und so sollte es auch kommen. Ich ging zu meinem Schrank, um meinen Superheldenanzug anzuziehen, mit dem M auf der Brust. Dreimal dürft ihr raten, wofür es steht. Natürlich, für Maskulin. Gerade als ich fertig war, brummte mein Handy. Eine Kurznachricht. Oh nein, stöhnte ich, denn die SMS kam von Mrs. Feminin. Es ist mir peinlich, darüber zu reden, denn sie ist meine Ex. Seitdem ich Schluss gemacht habe, sind wir Feinde. Das alles war vor ungefähr 7 Jahren. Und jetzt schreibt sie mir plötzlich? Am besten lese ich es euch mal vor. Hallo Schnucki, du wunderst dich jetzt bestimmt, warum ich dir nach dieser langen Zeit plötzlich schreibe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich zu dir ins schöne Sächlich gezogen bin. Ganz in deiner Nähe. Da musste ich natürlich an dich denken. Aber glaub bloß nicht, dass jetzt Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Wir sind immer noch Erzfeinde. Der Kampf um die Ehre beginnt wieder. Wir sehen uns. PS, diese Begegnung wird bald sein. Sehr bald. Tja, das klang nach ihr. Aber was meinte sie mit, diese Begegnung wird bald sein? Sehr bald. Auf einmal klingelte es an meiner Tür. Wer das wohl ist? Ich öffnete. Und da stand sie, in ihrem rosaroten Püppi-Anzug, mit ihrer piepsigen Stimme, Mrs. Feminin. Hi, das war alles, was sie sagte. Dann zückte sie ihren Vitu, so eine Schleuder, mit der man explodierende Bälle schleudern kann. Und ich sagte, du hast es so gewollt. Der Kampf kann beginnen. Weil ich gerade keine Waffe zur Hand hatte, nahm ich einfach meinen Gürtel. Mit gekonnten Schritten drückte ich sie an die Wand und wollte sie gerade fesseln. Da schrie sie auf einmal, oh nein, mein Fingernagel ist abgebrochen. Ich muss sofort zur Maniküre. Sorry, der Kampf geht ein andermal weiter. Ich dachte mir, okay. Trotzdem war ich irgendwie traurig. Nicht wegen Mrs. Feminin, sondern weil ich gerade so gut war. Im Kämpfen, versteht sich. Na, wenigstens konnte ich mich so fürs nächste Mal besser vorbereiten. Eine Weile stand ich unschlüssig da. Dann entschied ich mich, Professor Switty anzurufen. Professor Switty leitet ein großes Chemielabor und hat mir mit seinen Erfindungen schon oft geholfen, Dinge zu tun, wie sie die Leute von einem Mann mit einem M auf der Brust seines Superheldenanzugs erwarteten. Klar, dass ich ihn über das plötzliche Erscheinen dieser Volltussi informieren musste. Er war genauso wenig wie ich davon begeistert, dass sie wieder da war, doch wir beschlossen erst einmal abzuwarten, was Mrs. Feminin als nächstes tun würde. Kaum hatte ich aufgelegt, klingelte es noch einmal an der Haustür. Sie schon wieder, dachte ich. Ich öffnete ganz vorsichtig die Tür. Hab dich. Doch zu meinem Erstaunen stand da nicht Mrs. Feminin, sondern der Postbote. Oh, tut mir leid, habe mit jemand anderem gerechnet. Der Bote gab mir ein Paket, ohne irgendetwas dabei zu sagen. Behutsam öffnete ich das Päckchen und entdeckte 2 Reagenzgläser. Von wem die wohl waren? Denn ich hatte nichts bestellt. Ich suchte nach einer Aufschrift, einem Absender, nichts. Auf einmal hörte ich einen Plumps. Jemand war meinen Schornstein hinuntergerutscht. Und da vor meinem Kamin stand, Mrs., ihr wisst schon wer, und schrie mich an. Hättest du den Schornstein nicht mehr sauber machen können? Nö, sagte ich und fügte hinzu, dass sie nächstes Mal doch bitte die Tür benutzen sollte. Ich öffnete das Fenster, damit die Rußwolken abzogen. Da kam auf einmal die mit einem Stein beschwerte Sonntagszeitung durchs Fenster geflogen. Glücklicherweise traf sie Mrs. Feminin am Hinterkopf. Blut floss durch ihr wasserstoffblondes Haar, verfärbte sich seltsam und verteilte sich auf meinen schönen Parkettboden. Ich nahm die Zeitung, löste den Stein und schmiss ihn aus dem Fenster. Von draußen vernahm ich einen lauten Schrei. Aber ich kümmerte mich nicht weiter darum, denn mein Blick fiel auf eine sehr interessante Schlagzeile.